Herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Video von mir. Sicherlich habt ihr schon was von den Plejaden, also von der sieben Gestirn am Himmel gehört. Aber es sind mehr wie sieben Sterne, das werden wir ja gleich sehen. Hier sieht man ja erstmal das Bild im Sternbild Stier. Und das rot eingekreiste sind die Plejaden. Die Plejaden ist ein offener Sternhaube Sternbild Stier und die Entfernung liegt bei 400 Lichtjahren. Und dieser Sternhaufen ist 100 Millionen Jahre alt. Es beinhaltet etwa 500 Sterne in Wirklichkeit. Aber man sieht nur ein paar davon aufgrund ihrer Helligkeit. Und der hellste Stern ist Alkyone. Und die Plejaden waren bereits lange vor der Erfindung des Teleskops als Sterngruppe bekannt. Aber traditionell werden nur daher die hellsten Hauptsterne als Plejaden bezeichnet. Wobei es ja wie gesagt ca. 500 sind. Und in manchen Kulturen und historischen Darstellungen werden nur 6 Sterne zu den Plejaden gezählt, weil der Stern Plejone ein veränderlicher Stern ist. Hier sieht man jetzt eine Sternkarte von den Plejaden. Da sind die hellsten Sterne eingezeichnet. Und die sind etwa von Anfang Juli bis Ende April sichtbar, aber am besten natürlich im Winterhimmel, also wenn wir Winter haben. Im Bereich der Plejaden befinden sich Reflexionsnebeln. Das ist dieses Blaue, was man nämlich auf dem Foto sieht, wie zum Beispiel der Maya-Nebel. Die Sterne bei den Plejaden liegen nicht allzu dicht beieinander, sodass die Plejaden immerhin eine Ausdehnung von mehreren Lichtjahren haben. Und diese Reflexionsnebel, die leuchten nicht von selbst, sie reflektieren bloß das eingetroffene Licht, da die Sterne in ihnen nicht heiß genug sind, um die Materie zu ionisieren, was dann eine Eigenleuchten verursachen würde. Aber bei denen ist das nicht der Fall, im Gegensatz zu Emissionsnebeln. Hat euch gefallen? Und bis beim nächsten Mal dann. Tschüss.